5:0, Gratulation zu diesem doch verdienten und hohen Sieg. Da ist man ja schon geneigt, gar nicht nach negativen Sachen zu fragen heute. Hat der Trainer irgendwas zu meckern, in Anführungsstrichen? Der Trainer sieht immer was. Wichtig war die erste Halbzeit, die Basics. Ich fand, der Schlüssel war die schnellstmögliche Ball-Zurückeroberung, wo alle sich daran beteiligt haben. Was aus meiner Sicht ein Schlüssel ist, weil dadurch kriegen wir diesen Rückenwind, dadurch kriegen wir diese Intensität. Und dann haben wir die Position sehr flexibel, sehr variabel bespielt. Natürlich dann auch im richtigen Moment immer die Tore erzielt, aber auch schöne Tore. 1-0, gut vorbereitet, schon in der Entstehung gut vorbereitet, vor dem letzten finalen Pass. Das 2-0 dann noch am Fallrückzieher der Samstagnacht, beziehungsweise Sonntagmorgen Vater geworden ist, als Kapitän, der ein hohes Maß an Kontinuität hier in dem Club hat, glaube ich, vierte Jahr. Ich habe ihn ja damals hier hingeholt, 2019 freue ich mich natürlich, aber insgesamt freue ich mich, dass wir dann in der ersten Halbzeit mit dem 4-0 gezeigt haben, wenn wir das umsetzen, was uns dann in vielen Spielen dann auch ausgezeichnet hat, um erfolgreich sein zu dürfen, erfolgreich zu sein, dann haben wir ein gutes Maß und dann kriegen wir natürlich auch diese Sicherheit. Dann machen wir noch ein schönes 5-0 und dass das danach dann ein bisschen weniger wird, Gegner auch ein bisschen frustriert. Ich glaube, das ist auch verständlich und ist auch ein bisschen menschlich. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie was suchen. Wichtig ist, dass wir in den nächsten Spielen die gleiche Basics, vielleicht die eine oder andere Positionierung noch ein bisschen besser finden. Ich finde, dass wir am Anfang des Spiels manchmal zu schnell schon ins Risiko gehen. In den vertikalen Bällen sollten dann mehr die Schienenspieler mit einbeziehen. Aber dennoch, glaube ich, haben wir die Gespräche, die wir geführt haben, haben zumindest gezeigt, dass die Mannschaft den Ball zurückerobern will, dass die Mannschaft das Tor erzielen will. Ich glaube, dass das heute wieder klar gesehen worden ist. Es geht über die Einheit, es geht über die Geschlossenheit. Ich meine, wir wechseln dann einen Thiele, wir wechseln dann einen Badu, wir wechseln dann Kujovic, Abu Alpha, Böhmert, das sind ja gute Spieler. Wir haben noch in Hinterhand Putze, Heike hin und her. Aber das bringt erst nur dann was, wenn alles gelebt wird. Ich habe jetzt am Wochenende mehrmals gehört, Werder Bremen, der Schlüssel ist die Bank. Das 10 Joker-Tore, das sage ich hier die ganze Zeit, eigentlich seitdem ich immer hier Trainer bin, das wird auch der Schlüssel in dieser Saison sein. Wenn wir dabei bleiben, eigene Interessen hinten anstellen, sondern die Interessen der Mannschaft, die Interesse der unfassbaren Fans heute mit einer tollen Stimmung und die Interessen des Clubs sehen, dann kann das heute ein guter Anfang gewesen sein. Jeder, der das heute gesehen hat, fragt sich natürlich, was ist mit der Mannschaft passiert. Wir haben gerade schon gehört, es hat Gespräche gegeben. Haben die Jungs jetzt plötzlich ihr Selbstvertrauen wiedergefunden? Nicht so einfach, glaube ich, nach zwei Niederlagen, die unerwartet kamen. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wenn man in diesen Diskussionen geht oder in diesen Gesprächen, dass man die richtigen Worte findet. Die Worte bringen dann nichts, auch wenn ich das jetzt mehrmals schon gesagt habe und viele, die mit mir arbeiten, während des Spiels emotional, aber danach geht es um Analysen, da geht es analytisch zu sein, da geht es, wie können wir die Spieler wieder in diese Spur bringen, wie können wir die Mannschaft in diese Spur bringen, wie können wir das uns Erarbeitete, wie können wir das wiederholen, unabhängig davon, dass man immer an Rädchen dreht. Ich glaube, dass ich da die richtigen Worte gefunden habe, aber ruhig, emotionslos, sachlich, bezogen auf Inhalte. Und dann merkt man ja auch, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, am Samstag schon, man merkt, ob das die richtige Wortwahl ist, ob das so, das merkt man an der Reaktion, wie ist dann Training dann. Und dann glaube ich schon, dass wir uns dann selbst reflektiert haben. Ich sitze ja mit im Boot, auch ich mache nicht alles richtig. Und dann habe ich zur Mannschaft am Samstag gesagt, na, jetzt geht die Champions League-Zeit los, also wo es Spaß macht. Achtelfinale, Viertelfinale, auf Deutsch gesagt Crunchtime. Und wir wollen auch dabei sein. Wir wollen dabei sein, wenn es zum 30., 31., 32., 33., 34. Spieltag geht. Aber wir wollen so dabei sein, dass wir Erster sein können oder den ersten Platz zu verteidigen. Ich habe auch mehrmals gesagt, es wird auch nochmal einen Abfall geben. Wir können auch mal zwischendurch wieder Dritter, Vierter sein. Dennoch sollten wir die Tendenz sehen und sollten erkennen, okay, wir tun alles dafür, um Erfolg zu sein. Und da haben wir auch öffentlich, ehrlich kommuniziert, dass das in den ersten beiden Spielen nicht unser Anspruch ist, in der Art, wie wir dann Fußball gespielt haben.
helfen, dieses Ziel zu erreichen, können die beiden neuen Spieler. Heute von Beginn an, Jan Schabakowski, fand ich großartig, viele Dribblings. Man hat gemerkt, dass das ein Junge ist, der sprüht, der selbstbewusst ist, selbst in dieser für ihn neuen Mannschaft. Ich finde, dass wir diesen Spielertyp nicht hatten und deswegen haben wir ihn genommen. Unabhängig des Tores, aber die Dribblings, aber auch die Fantasie, Fußball zu spielen, zeigt er. Ich meine, macht zweites Spiel. Er sucht jetzt auch erstmal seinen Rhythmus, er sucht auch erstmal seine Sicherheit. Und ich bleibe dabei, Thiele, ich habe das ja letzte Woche forsch gesagt, dass er der beste Stürmer sein kann. Aufgrund, warum sage ich das? Er hat die meiste Erfahrung, der hat fast 200 Spiele auf hohem Niveau gespielt, hat bei großen Traditionsvereinen gespielt und dieses ganze Paket meine ich natürlich damit. Aber wir haben noch Hottmann, der heute auch wichtig für ihn ein Tor geschossen hat, auch gut gespielt hat. Ich finde, dass er das heute auch besser interpretiert hat als in den ersten beiden Spielen. Er hat sich mehr als Stürmer präsentiert. Heike kommt zurück, der ist im Training, der zeigt im Training schon, dass das richtig war, auf ihn zu setzen, ihn zu verpflichten. Also wir können da nachladen und bei Schabakowski ist es halt eben so, der ist natürlich individuell kurze Bewegung, gerade in engen Spielen. Da haben wir aber auch noch Badur, den wollen wir auch wieder in die Spur kriegen. Der hängt jetzt ein bisschen hinten durch, weil ich ihn auch ein bisschen kritisiert habe intern, weil ich finde, dass er ein Riesenpotenzial hat und das Potenzial im Moment zu wenig abruft. Aber ich bin mir sicher, dass wir ihn auch wieder hinbekommen. Und dann haben wir natürlich eine Auswahl. Und dann fällt es mir auch schwer, dann Entscheidungen zu treffen. Aber denke, dass heute die Entscheidung, Wehling rechts zu stellen und Oosterhelwig links anzufangen im Dreiersturm und Eisenhut auf der 8 zu stellen, nicht das Verkehrteste war.